Hallo Freunde der Sonne, was geht ab? Der Sebi hier und in diesem Video möchte ich dir die 7 Gewohnheiten unglücklicher Menschen verraten. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ja, ich bin gar nicht wirklich unglücklich. Ja, aber das muss jetzt auch gar nicht sein, dass du den ganzen Tag in deinem Zimmer in einer Ecke ganz alleine sitzt und heulst, sondern unglücklich sein, das drückt sich manchmal auch ganz anders aus. In so einer leichten Beklommenheit, in so einer ganz leichten Unzufriedenheit, in so einem Gefühl von, ja, irgendwie könnten die Dinge so ein bisschen besser sein. Auch in so einer inneren Unruhe, in einer Anspannung vielleicht, ja. Und das sind alles Dinge, die von gewissen Gewohnheiten kommen, von gewissen Gewohnheiten, die wir uns oder die du dir in den Laufe der letzten Jahre oder seit deiner Geburt im Prinzip angeeignet hast. Und ich möchte dir mit diesem Video helfen, diese Gewohnheiten ein Stück weit abzulegen, dadurch viel glücklicher, freier, entspannter rundum zu werden. Viel davon ist aus einem Buch, das heißt Anleitung zum Unglücklichsein. Das ist ein absoluter Klassiker, viele kennen das wahrscheinlich schon. Die das noch nicht können, rate ich, holt euch das Buch mal und lest es mal durch. Ich packe das mal unter dem Video in meine Bücherliste rein, wo es nicht nur Bücher gibt, das wissen die meisten Leute schon, sondern wo auch mein Lieblingsparfum drin ist und meine ganzen Empfehlungen halt, die ich so geil finde und die ich euch auch mitgeben möchte. So, jetzt aber erstmal, lass uns direkt einsteigen mit dem ersten Tipp. Ich habe mir dazu auch eine kleine Liste gemacht, weil sieben Punkte, die kann man ja auch mal vergessen. Ne? Und die erste Gewohnheit ist es quasi, den Fehler immer bei anderen Menschen zu suchen. Und vielleicht kennst du auch Leute, die egal was ist, die sagen nie, ja okay, es ist meine Schuld, ich habe Scheiße gebaut, sondern die gucken immer nur, nein, der andere war es, der andere hat, ja, es ist die Schuld des anderen. Was passiert automatisch, wenn du die Schuld immer nur beim anderen suchst? Ganz einfach, du gibst die Macht aus der Hand, etwas zu verändern. Denn andere Menschen, die kannst du halt eben nur bedingt verändern, ja. Wenn du einsehen würdest oder wenn du vielleicht zumindest mal daran denken würdest auch, dass auch der Fehler bei dir liegen könnte, vielleicht mit, vielleicht aber auch nur bei dir, dann hast du die Chance, proaktiv etwas zu machen in die richtige Richtung. Also Fehler Nummer 1, immer den Fehler bei anderen suchen. Fehler Nummer 2 ist es, alles perfekt machen zu wollen. Und vielleicht kennst du auch ein paar Perfektionisten, vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Bereich, in dem du unbedingt alles perfekt machen möchtest. Und du weißt auch, wenn du alles perfekt machen möchtest, es gibt immer irgendwelche Dinge, die nicht so laufen, wie du das möchtest. Irgendwelche Kleinigkeiten laufen immer anders. Das ist nun mal die Natur der Dinge, ja. Das alles, was im Prinzip außerhalb von ist, kannst du nur bedingt beeinflussen. Und wenn du zum Beispiel darauf auch noch angewiesen bist, dass andere Menschen dir bei der Erreichung von dem Ziel oder so mithelfen und die machen einfach nicht, was du willst, aber du willst alles perfekt machen, dann führt das ziemlich schnell zu Frustration. Und wenn du in Zukunft die Dinge einfach entspannter angehst und versuchst nicht mehr alles perfekt zu machen, sondern einfach dein Anspruch an dich ist, hey, ich mache alles gut und ich tue, was in meinen Kräften steht und vielleicht legst du den Fokus sogar darauf, währenddessen entspannt zu bleiben, dann wird dir das wesentlich mehr Entspannung und Erleichterung bringen bei allem, was du machst. So, kommen wir zu Punkt Nummer 3. Und das ist einfach, negative Menschen in seinem Umfeld zu haben. Vielleicht hast du auch schon mal den Spruch gehört, du bist das Produkt der 5 Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Und mal ganz ehrlich, ich habe in den letzten Jahren gemerkt, dass das definitiv stimmt. Das heißt jetzt nicht, dass du dich nur noch mit Menschen umgeben sollst, die genau das gleiche Hobby haben wie du, die vielleicht genau das gleiche Ziel haben wie du, vielleicht Menschen, die auch Erfolg mit Frauen wollen oder whatever. Das bedeutet das gar nicht, sondern das bedeutet einfach nur, dass du positive Menschen um dich herum haben sollst. Egal, was die möchten, egal in welchem Lebensbereich die stehen, ob das Studenten sind, egal ob das Arbeitslose sind oder ob das Multimillionäre sind, ja. Ich finde es am wichtigsten, positive Menschen um sich zu haben, weil es bringt dir auch nichts, wenn du zum Beispiel nur lauter sehr erfolgreiche Menschen um dich hast, die aber alles super ernst sehen, die gar keinen wirklichen Spaß im Leben haben. Da machst du viel mehr Spaß, einfach ein paar, ja, vielleicht in Anführungszeichen Versager in seinem Freundeskreis zu haben, die aber einfach cool drauf sind und mit denen man eine schöne Zeit haben kann. Also einfach positive Menschen. Jo, kommen wir zum nächsten Punkt. Und das ist es, entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit leben.
Das ist ein ganz ein großes Thema. Dazu kann ich auch das Buch empfehlen von Eckhart Tolle. Jetzt die Kraft der Gegenwart findest du natürlich, wer hätte es gedacht, auch unten in meiner Bücherliste. Und was passiert, wenn du entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit lebst? In der Zukunft, wenn du mal überlegst, du fokussierst dich immer auf etwas, was du noch nicht hast. Du hast vielleicht ein Ziel und denkst aber genau daran, ja scheiße, ich habe das noch nicht erreicht. Und du weißt genau, scheiße, ich habe es noch nicht erreicht und ich fühle mich noch unvollkommen, ich bin noch nicht ganz. Ich kann mich einfach noch nicht so gut fühlen, wie ich mich gerne fühlen würde. Und wenn du in der Vergangenheit lebst, dann richtest du den Fokus immer nur auf die Dinge oder meistens nur auf die Dinge, die besser waren. Ja? Du denkst, ja, in der Vergangenheit war alles besser, damals war alles super, da habe ich mich viel besser gefühlt, als das noch so und so und so und so war. Und jetzt hast du das vielleicht nicht mehr. Und deswegen, wenn du immer in der Zukunft oder der Vergangenheit lebst, dann wirst du dich einfach nicht gut fühlen. Deswegen versuch, in der Gegenwart zu leben. Versuch, einfach das anzunehmen, wie du dich jetzt fühlst, habe ich auch schon ganz viele Videos auf diesem Kanal dazu. Kommen wir deswegen gleich zu, was haben wir, 1, 2, 3, 4, jetzt kommt die Nummer 5. Und ich merke auch gerade, ich habe nur 6 Stück auf meinem Zettel stehen, scheiße. Okay, Nummer 5, wir sagen einfach mal, es ist Nummer 6, weil dann kommt danach Nummer 7. Vergleich dich, also Menschen, die sich mit anderen vergleichen, ja, also einfach die Gewohnheit, sich ständig mit anderen zu vergleichen. Und glaub mir, eine Sache, wenn du dich immer nur mit anderen vergleichst und wenn du immer nur denkst, andere sind besser als du, dann wirst du auch immer irgendetwas finden, in dem sie besser sind als du. Ja, wenn du dir denkst, oh, alle in meinem Umfeld sind reicher, natürlich machst du dich automatisch dadurch kleiner. Oder wenn du dir denkst, alle in meinem Umfeld sind vielleicht besser mit Frauen, natürlich machst du dich selbst kleiner. Und das führt in eine Abwärtsspirale. Du lässt nämlich ganz langsam ein negatives Selbstbild entstehen und dieses negative Selbstbild führt zu weiteren negativen Erfahrungen in deinem Leben und es geht weiterhin bergab. Deswegen hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Nimm dich oder versuch dich zumindest so anzunehmen, wie du bist. Denn glaub mir, du bist gut genug, genauso wie du bist. Und es wird auch Menschen geben, die dich genau deshalb lieben, dass du genauso bist, wie du bist. So, kommen wir jetzt zum letzten und das ist den Fokus auf negative oder auf die negativen Details zu lenken. Und wenn du mal genau überlegst, dann gibt es fast bei jeder Sache irgendetwas Negatives. Nehmen wir mal als Beispiel, du bist krank, dann ist es als, könnte man das als negativ bewerten, dass du krank bist. Es gibt aber auch positive Seiten an deiner Krankheit vielleicht, nämlich du gönnst dir endlich mal wieder Ruhe für dich selbst, du kommst mal wieder ein bisschen runter, hast mehr Zeit, um in dich zu gehen und um nachzudenken. Und wenn du mal, ja, keine Ahnung, jede andere Begebenheit nimmst, dann wirst du merken, es gibt immer etwas, das du als positiv ansehen kannst. Deswegen hör auf, die Dinge als negativ zu bewerten und bewerte sie stattdessen als positiv. So, das waren meine 6, eigentlich sollten 7 sein, 7 Gewohnheiten von unglücklichen Menschen. Du kannst mich unterstützen, erstens, indem du zum Beispiel in meine Bücherliste reinklickst und darüber etwas bestellst. Und das Coole ist, ja, das ist so eine Amazon-Wunschliste und für dich kostet das keinen Cent mehr, aber mit jedem Ding, was du kaufst, das muss nicht mal irgendwas aus der Liste sein, sondern mit allem, was du innerhalb von 24 Stunden über diesen Link kaufst, unterstützt du mich mit einfach ein paar Cent, das ist überhaupt nicht viel, aber wenn du dir denkst, den Sebi, den muss man unterstützen, dann gehst du einfach das nächste Mal, bevor du irgendwas sowieso kaufen würdest auf Amazon, klickst du auf den Link und kaufst es und alles ist super. Lass mir einen Daumen nach oben da, Bücherliste unten in der Videobeschreibung, lass mir einen Daumen nach oben da und schreib auch mal deine Fragen und Anregungen in die Kommentare. Und wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis dahin, der Sebi. Ciao.